Ja, der Mr. Handwerk hat was zu verschenken. Er träumt doch, der Junge. Was hat er denn zu verschenken? Stumpfe Bohrer? Hab das genau gehört. Es wird mir nicht frech hier. Mensch, Mensch, Mensch. Immer diese Typen, ne? Oh, moin! So, neues Projekt. Moin, herzlich willkommen zu diesem 5-Minuten-Update. Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken oder wie war das? Egal. Heute habe ich was zu verschenken und ja, es stimmt wirklich. Es gibt genau drei Sachen zu verschenken. Das sind nämlich solche großen Teile, kann jeder von euch zu Hause gebrauchen, der eine Werkstatt hat, der einen Balkon hat, der irgendwie am Werkeln ist. Was du dazu machen musst, das werde ich dir im Laufe des Videos erzählen. Genau, damit alle sich auch das Video hier genau ansehen bis zum Ende. Ja, 5-Minuten-Update. Herzlich willkommen zu diesem Kanal-Update. Es gibt viel, viel zu besprechen, viele Neuigkeiten. Im letzten Update oder die letzten zwei Updates ging es darum, um eine neue Werkstatt. Ich habe es auch gerade gemerkt jetzt hier beim Drehen, beim Projekt. Ich stolper, das liegt im Weg, das liegt im Weg. Es kommt immer mehr Werkzeug, immer größere Projekte. Und ja, ich platze förmlich aus allen Nähten. Aber das ist natürlich nicht nur der eine Grund, sondern es gibt noch ein paar andere Gründe. Schau dir die alten Updates an. Ich hatte im alten Update oder im letzten Update hatte ich euch eine Werkstatt gezeigt gehabt und die war schon fast nahezu perfekt. Denn warum vergrößern bzw. größenwahnsinnig werden mit einer riesengroßen Werkstatt oder einer Halle und dies und das? Letztendlich wollen wir alle auf dem Boden bleiben. Und wir wollen werkeln, wir wollen dabei Spaß haben. Und ich möchte euch Sachen zeigen, die ihr auch dann zu Hause nachbauen könnt. Und da hatte ich eine tolle Immobilie entdeckt gehabt mit Steffi zusammen. Ja, und wir waren uns schon nach euren ganzen Kommentaren einig und wollten das Ganze anmieten. Ja, und dann habe ich die Nachricht bekommen vom Makler, dass der Vermieter sich anderweitig entschieden hat. Ist ein bisschen kurios, weil der Herr, der das haben wollte, ja, wie soll ich sagen, den wollten die eigentlich anfangs nicht haben. Ich weiß es nicht, was sie jetzt abgeschreckt hat. Wir hätten in drinnen fast alles saniert, eine Küche angebaut. Ach, keine Ahnung, wir hätten ganz viele Pläne gehabt. Soll leider nicht so sein. Ich werde ihn nochmal, mal schauen, ich habe das Inserat abgespeichert und ich werde ihn vielleicht nochmal ein, zwei Wochen später nochmal anschreiben. Vielleicht wird das nochmal was, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich bin natürlich enttäuscht. Ja, ja, das war es soweit. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr was wisst, bitte schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr irgendwo hier Opa, Papa möchte das und das abgeben oder möchte es vermieten oder da und da wird was frei. Wenn du da irgendwie Infos hast, dann gib mir Bescheid. Ja, sorry, hätte man wahrscheinlich auch alles in einen Satz packen können, aber so bin ich eben. Mr. Handwerktasse, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich blende ihn jetzt mal hier fix ein. Du hast jetzt einen Monat Zeit, dich bei mir zu melden. E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Für diejenigen, die so eine Tasse haben möchten, einfach kommentieren. Jedes Kommentar hier zählt. Kommentier so oft, wie du willst. Und ganz, ganz wichtig, wenn du so eine Tasse haben willst, gib dem Video hier einen Handwerker-Daumen nach oben. Passend dazu bekommst du natürlich auch eine Autogrammkarte signiert von mir und einen Sticker. Genau. So, mein Freund, du wirst heute an die Wand angebracht. Ja, Projekte. Es gibt auch ganz, ganz viel Feedback von euch immer zu meinen Projekten. Unter anderem hatte ich letztens eine Heizungsverkleidung gebaut und da gab es einen Kommentar, da musste ich so schmunzeln, das blende ich mal hier ein. Ich weiß nicht, ob das viele gesehen haben, aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mann, Stellungswechsel, Sonne blendet irgendwie. Ja, Licht ist auch grottenschlecht hier, wie ihr merkt. Ich habe natürlich bei der Heizungsverkleidung ganz, ganz viel Luft gelassen, sprich oben mindestens 20 cm über den Heizkörper, links, rechts 10 cm, von den Streben nach vorne hin mindestens, ich weiß nicht, 3, 4 cm. Das heißt, die Luft kann richtig zirkulieren dort. Natürlich ist es jetzt ein bisschen eingeschränkt, ja, aber wie so groß soll denn diese Heizkörperverkleidung sein? Ihr könnt übrigens sowas auch online kaufen. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Ich wollte euch einfach mal zeigen, zack, wie man sowas schnell und schick verkleiden kann.
Also für die ganzen Kommentare dort habe ich leider kein Verständnis. Also es gab noch mehr Kommentare, wie ich sowas machen kann, wie ich die Leistung eindämmen kann. Naja, aber was soll ich sagen? Gas ist eh knapp, ne? Also von daher. Ja, es war natürlich jetzt ein bisschen fies, aber es ist ja wirklich so, ne? Ihr wisst ja, ihr habt wahrscheinlich schon eure Abrechnung bekommen. Ich möchte mal wissen von euch, das ist nämlich ganz, ganz cool. Ihr könntet mal das Bundesland nennen und wie viel Quadratmeter ihr ungefähr habt, Haus, Wohnung und was ihr zahlen müsst, wie hoch der Abschlag jetzt ist. Ich habe die Nebenkostenabrechnung schon bekommen vom letzten Jahr. Natürlich ist jetzt wahrscheinlich eine Erhöhung drin. Die liegt jetzt schon seit einer Woche auf meinem Schreibtisch, müsste ich jetzt mal aufmachen, weil die warten natürlich auch auf ihr Geld. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin mal von euch gespannt, was ihr zahlen, also was ihr jetzt in den kommenden Monaten zahlen müsst. Genau. Und wie das Ergebnis dann aussieht, das sehen wir erst nächstes Jahr, ne? Weil es kann ja durchaus sein im Winter, dass die Preise richtig, richtig hoch gehen. Das heißt, den Abschlag, den wir zahlen für unseren Gas oder für die Nebenkosten, der kann ja gerade so ausreichen. Oder der Gaspreis fällt wieder, je nachdem, was die Politiker machen. Oder der kann natürlich noch höher gehen und wir müssen am Ende nochmal nachzahlen. Ne? Also das ist ein Fass ohne Boden. Ich bin mal gespannt. Und ich habe mir dazu passendes was überlegt. Und ich habe da mal so ein bisschen gegoogelt, beziehungsweise mir ist das auf Instagram ins Gesicht gesprungen förmlich. Und dann habe ich mal gegoogelt, was ist denn das? Balkonkraftwerk. Ich weiß nicht, ob jemand den Begriff kennt. Und habe dann so gelesen, es gibt so Solarpanels oder Paneele, die kannst du dir, oder man sagt dazu Balkonkraftwerk, die kannst du dir vorne am Geländer einhängen und in die Steckdose stecken und dann kannst du deinen eigenen Strom produzieren. So, jetzt sagen viele, ach geht doch gar nicht oder du brauchst doch was zum Einspeisen beziehungsweise einen Akku und dies und das. Ja, das war früher mal, aber wenn du größere Anlagen hast, dann ist das vielleicht so, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe mich aber so ein bisschen eingelesen zu den Balkonkraftwerken und zwar ist es so in Deutschland geregelt, du kannst bis zu 600 Watt kannst du einspeisen und das heißt, du kannst dir als Mieter, kannst du so ein Solarfeld die am Balkongitter ranmachen oder auf deinem Balkon legen oder an deine Balkonwand oder an deine Hauswand stellen. Oder als Eigentümer kannst du es auf dem Dach schnallen oder ich weiß nicht, wie du das machen möchtest. Auf jeden Fall solltest du es so platzieren, dass du den optimalen die Sonnenstrahlen einfängst. Und ja, da habe ich mal ein bisschen geguckt und gegoogelt und es gibt so ein, zwei Anbieter, da liegst du bei, ich weiß nicht was, sind richtig, richtig teuer, ist natürlich auch der Nachfrage geschuldet. Und viele sind mittlerweile auch ausverkauft. Ich habe jetzt einen gefunden, der schaut sehr, sehr gut aus. Und zwar das Besondere daran, der hat sich Gedanken gemacht. Weil es gibt viele Anbieter, große Konzerne, Baumärkte und so weiter und so fort. Da kriegst du so ein Solarpanel oder zwei. Und das liefert dir exakt 600 Watt. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen, recherchiert. Die 600 Watt erzielst du aber nur, wenn du auch wirklich ganze Zeit da die Sonne raufknallt, dann hast du 600 Watt. Weil das ist nämlich begrenzt, du darfst maximal 600 Watt in dein Netz einspeisen. Warum, weshalb, weiß ich nicht, kommen wir gleich nochmal dazu. Und ich habe jetzt einen Anbieter gefunden, der bietet dir mit den zwei Panels A 400 Watt, das heißt maximale Leistung um die 800 Watt. Da ist ein Modul hinten dran, also ganz, ganz easy. Und dieses Modul gibt nur 600 Watt raus. Das heißt, wenn es jetzt mal ein bisschen bewölkt ist oder die Sonne nicht so scheint, hast du natürlich mehr Fläche und erzielst diese 600 Watt viel, viel schneller als bei anderen, wo du nur maximal 600 Watt erzielen kannst. Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig erklärt. Und das Geile oder das Tolle daran, der Herr, der das verkauft oder die Firma, das Unternehmen hat sich Gedanken gemacht, dieses Modul kannst du mit deinem WLAN verknüpfen, sprich dir eine App runterladen und kannst genau gucken, was du gerade aktuell einnimmst, was du im Jahr einnimmst, was du im Monat einnimmst. Genauer habe ich es mir noch nicht angeschaut, beziehungsweise ich habe das Ding noch nicht gekauft. Und das Einzige, was du machen musst, ist das Ding in deine Steckdose reinstecken. Du brauchst also keine handwerklichen Fähigkeiten und du kannst kannst dir da rechnen, was du im Jahresverbrauch hast. Also es gibt ja so Tabellen, ne? Ein Single hat vielleicht 800 Kilowatt im Jahr, ein Zwei-Personen-Haushalt hat 1200 Kilowatt, ich weiß es nicht, das ist ja so gestaffelt und du kannst locker, also der Hersteller sagt bis zu 400 Euro, je nachdem, was jetzt der Kilowatt liegt, ich glaube bei 36, 37 Cent, geht natürlich höher, weiß ich nicht, wo die Reise hingeht
Und das Thema ist natürlich richtig, richtig umfangreich. Ich möchte jetzt nicht den Rahmen sprengen, weil ich habe ganz, ganz viele Überlegungen dazu, ob sich das überhaupt rentiert. Ich war anfangs auch dagegen, aber ich möchte mal eure Meinung wissen, aber ich sag mal, zu 80% habe ich mir Gedanken gemacht und bin kurz davor, das ganze Ding zu bestellen und für euch aufzubauen und zu testen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, wo ihr euren Stromanbieter beispielsweise, ich weiß es nicht, die Stadtwerke oder ihr habt einen extra Stromanbieter, die müsst ihr anschreiben. Meistens gibt es aber auf der Webseite ein Formular, das du ausfüllen kannst, dass du so ein kleines Balkonkraftwerk hast. Und dann checken sie das, nehmen das zur Kenntnis. Und wenn du einen alten Stromzähler hast, die neuen, da geht das nicht, aber am alten, der wird dann ausgetauscht von den Stadtwerken, das ist ja deren Anliegen, deinen Strom zu messen. Das heißt, du hast keine Mehrkosten dadurch, wenn sie jetzt den alten Zähler wechseln müssen. Und warum, weshalb? Ganz einfach, du speist ja Strom ins Netz rein, beziehungsweise in dein eigenes Netz, dein Netz ist ja geschlossen. Und wenn du mehr Strom brauchst, dann ziehst du aus dem Fremdnetz Strom ein. Aber wenn du jetzt mehr Strom produzierst, als du brauchst, geht das ins Netz hinein. Dafür kriegst du kein Geld, aber der Zähler, der zählt dann quasi rückwärts, wenn es ein alter Zähler ist. Deswegen muss dieser ausgetauscht werden, damit der stehen bleibt. Weil wenn jetzt der Zähler rückwärts zählt, können die das nicht mal richtig bemessen oder errechnen. Ist eigentlich ganz logisch, um das Thema abzukürzen. Ja, ich würde mal deine Meinung dazu wissen. Ich denke, das Thema interessiert uns alle. Und wir sollten vielleicht schnell sein, weil die Dinger ganz, ganz schnell ausverkauft sind. Also vielleicht werde ich jetzt gleich kaufen. Den Link zu der Webseite werde ich dir unten hinzupacken. Ist ein ganz, ganz tolles System. Wie gesagt, ausgeklügelt und nicht wie andere. Also ich habe mir jetzt mal 2, 3 durchgelesen. Und da kriegst du so ein Panel, steckst du eine Steckdose und dann, ja, weiß ich nicht. Mich interessiert ja schon, was ich so einsparen kann oder was diese Panels leisten. So, und jetzt kommen wir zu den 3 Sachen, die ich zu verlosen oder zu verschenken habe an euch. Und zwar ist das der neue Master 650 Ergo von Wolfkraft. Ganz frisch, frisch aus dem Werk quasi. Ich möchte 3 Stück an euch verlosen. Was ist das Ganze? Das ist ein mobiler Werktisch, den du mitnehmen kannst, den du schnell zusammenklappen kannst, der in jedes Auto hineinpasst. Oben hast du eine Lochreihe, wo du dann verschiedene Spannelemente einspannen kannst. Kannst auch das Mittelteil ausnehmen. Die Oberfläche ist beschichtet. Du kannst den von der Höhe her anpassen, sprich du hast eine Erweiterung zu deiner Werkbank. Ganz, ganz tolles Teil. Du hast eine Spannlade, beziehungsweise du kannst was einspannen. Ja, und davon möchte ich 3 Stück plus Autogrammkarte und Sticker an euch verlosen. Das Ganze wird dann vom Werk aus von Wolfkraft direkt an euch verschickt. Die Auflösung ist zum 1., also im 1.11., dann gebe ich die 3 Gewinner bekannt. So, was musst du machen? Du musst dem Video einen Daumen nach oben geben. Du musst Wolfkraft folgen hier auf YouTube. Den Link werde ich dir jetzt unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Einfach abonnieren, das reicht schon. Und du musst hier natürlich einen Kommentar geben. Wenn du die 3 Sachen gemacht hast, dann mit etwas Glück bist du ein glücklicher Gewinner von so einem tollen Master 650 Ergo, also so einem mobilen Arbeitstisch. Und ich habe auch 2 Stück, mittlerweile habe ich jetzt 3, das neue Modell habe ich und 2 ältere hinten stehen. Und ich werde die auch Stück für Stück dann auswechseln. Und ja, wenn du sowas haben möchtest, mach einfach hier mit. Und wenn du den neuen Master 650 Ergo haben möchtest, dann musst du nur die 3 Sachen machen. Ja, und beim nächsten Update hoffe ich, dass ich dich ziehen kann und hier einblenden kann. Dann bist du nämlich derjenige, der so einen tollen Master 650 Ergo bekommt. Tada! So, ist natürlich leer, da steht er. Und ich werde jetzt dieses Schränkchen hier anbringen. Das ist so ein schönes Schränkchen, was an der Wand kommt. Ich bin mal gespannt, es soll an Rigips befestigt werden. Und da kommen ganz, ganz viele schwere Schulbücher rein. Also ich hoffe mal, dass meine Idee, die ich jetzt habe zur Befestigung, dass die hält. So, und jetzt nochmal ein kleines, kleinen Anreiz für euch. Wenn das Video 1000 Likes erreicht, dann haue ich nochmal oben was drauf. Und zwar diesen Undercover-Jig hier von Wolfkraft. Den kannst du auch gewinnen, den schicke ich dann selber raus. Plus Autogrammkarte und plus Sticker. Den habe ich nämlich auch gerade für dieses Projekt hier im Hintergrund verwendet. Ist ein richtig, richtig tolles Tool. Ja, was ich bestimmt jetzt schon 3, 4, 5 Jahre in der Werkstatt habe. Möchte ich nicht missen. Preis ist unschlagbar. Was es kann auch und die Qualität sowieso. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln und beim Kommentieren. Und natürlich ganz, ganz viel Glück euch. Bis dann. Ciao.
Stopp, ein kleiner Nachtrag. Und dann noch was anderes zu dieser Energiethema-Geschichte. Ich weiß nicht, mich interessiert das auch ganz, ganz stark jetzt. Ihr wisst ja, dass wir das Terrassendach, dass wir ganz, ganz viele Projekte bei Steffis Mama abdrehen. Und die hat noch eine alte Ölheizung. Und ab 2026 oder so sind die ja verboten. Also Neuanschaffungen sind verboten oder werden nicht gemacht oder gibt es dann nicht mehr. Aber man soll natürlich auch mit der Zeit gehen. Und Öl, Gas, wisst ihr die Preise selber. Ich möchte mal von euch wissen, was habt ihr? Was würdet ihr euch jetzt holen? Was habt ihr euch geholt? Wenn ihr gerade ein Haus saniert, wenn ihr gerade einen Neubau plant, was habt ihr oder was für eine Heizungsanlage würdet ihr da einbauen? Finde ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Ihr wisst, ich will viel von euch wissen. Ich hoffe, ihr schreibt die Kommentare. Ich werde mir alles fleißig durchlesen. Und Steffi auch. Ja, und jetzt können wir Feierabend machen. Ciao.